Gewalt gegen rechts heißt das bestimmt. Weil wir sehen ja, alle Straßenlaternen sind hier abgeschaltet. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Sieht ein bisschen, die Lampe sieht schief aus da hinten. Die Lampe sieht schief aus. Oh, das hilft, ja. Danke, das hilft. Na gut, also das ist das neue Konzept. Dunkelheit gegen rechts. Achim, komm mal her, halt mal hier von der Seite. Von der Seite, super, danke. So, also, ich verlese jetzt den Brief. Der Autor ist euch sicherlich sehr bekannt. Es ist Andi aus Wildau. Also, von Andi aus Wildau, der offene Brief an uns Freiheitsfunken. Hallo, ihr lieben Freiheitsfunken. Leider kann ich heute nicht bei euch sein, da ich mit meinen Enkeltöchtern nach Oberwiesenthal gefahren bin. Sonst hätte ich heute auch den Mut zum offenen Mikrofon gehabt. In der Hoffnung, dass vielleicht Tamia oder einer meiner Freunde diesen offenen Brief verliest, kann ich beruhigt damit meinen Kindern in den Winterurlaub fahren. Am Samstag fand diese ominöse Kundgebung in Königs Wusterhausen vom Bahnhof zum Kirchplatz statt. Einige der mir in den letzten 2 Jahren bekannt und lieb gewordenen Freiheitsfunken, Tamir, Franz Josef, Andreas und einige andere, habe ich getroffen, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Das Motto dieser Versammlung hieß: Für Demokratie, Gleichberechtigung und Menschenwürde. Wie gesagt, für, nicht gegen. Ihr glaubt nicht, was ich dort erlebt habe. Von diesen drei Begriffen habe ich nichts Verwertbares mitnehmen können. So viel Hass und Hetze kenne ich wirklich nur von den Nazis gegen die Juden aus dem Dritten Reich. Ja, ich denke, das war noch anders, aber es steht hier so. Auf unserer, aus meiner Sicht, sehr friedfertigen Montagsdemos wurde von vielen Rednern immer und immer wieder auf das Verhindern der Spaltung unserer Bürger in unserem Heimatland hingewiesen. Die Hand wollen wir uns reichen und miteinander für unser Land einstehen, sinngemäß unserer Slogan vom letzten Montag. Mit der Erkenntnis vom Samstag kann ich euch bescheinigen, dass das wohl in nächster Zukunft nicht passieren wird. In dem Aufzug für die 3 von den Veranstaltern aufgestellten Eckpfeiler liefen auch junge Frauen. Sie waren zwischen 20 und 25 Jahre alt und unterhielten sich über die rechten Montagsdemos, die hier auch stattfinden. Ich zitiere: Hier trifft sich also der rechte Dreck, braune Kacke gehört ins Klo, alles Nazischweine. Eines dieser Nazischweine trug ein aus meiner Sicht satirisches Plakat mit der Aufschrift Nazis gegen rechts. Andreas, Respekt für deinen Mut. Unser großes Bravo! Unser großes Banner war so toll und hat sich zum Aufmarsch gleich in der ersten Reihe positioniert. Erst auf dem Kirchplatz hat man festgestellt, es wurde von Montagsdemonstranten, den Freiheitsfunken, mitgetragen. Man versuchte es mit vielen Linksdemokraten zuzustellen. Es musste kommen, was zu erwarten war. Die Polizei wurde vom Veranstalter und den Ordnern prostituiert, um Andreas rauszuziehen, und den Rest könnt ihr euch denken. Als der ehrenwerte Herr Schätz die Bühne betrat, habe ich diesen aus meiner Sicht linksfaschistische Veranstaltung mit meinen beiden Freunden verlassen. Wir hatten uns mit der Bekundung vom Waffenstopp geoutet und sind sofort als Feinde der Demokratie, Gleichberechtigung und Menschenwürde vom Veranstalter identifiziert worden. Ich spreche hiermit solchen Sträuchen meine persönliche tiefe Verachtung aus. Lasst uns einfach weitermachen, was wir seit 3 Jahren tun. Zählt man alle Teilnehmer aus unserer Demo zusammen, da haben die aber noch starken Nachholbedarf. Viele Grüße, nächsten Montag bin ich wieder bei euch dabei. Ich freue mich drauf. Andi aus Wildau. Ja.